Ja, hallöchen und herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play auf meinem Channel und wir spielen heute Ark. Ein Survival Game und es ist ganz neu rausgekommen. Wir können es hier auf verschiedenen Servern spielen, ganz normal online. Aber ich dachte mir, ich habe keinen Bock, da jetzt sofort wieder umgebracht zu werden oder so von irgendwelchen Mitspielern und ich wollte das Spiel ja ein bisschen zeigen. Deswegen können wir auch hier ganz normal ein Spiel lokal spielen. Das finde ich auch ziemlich geil. Da haben wir die Möglichkeiten, online oder lokal zu spielen. Und ich sag mal einfach, wir spielen jetzt Ark. So, Ladebildschirm. Ja, das ist ganz neu rausgekommen jetzt. Ist noch in der Early Access und es gibt ein paar Performance-Probleme. Deswegen regen sich einige darüber auf, aber das jetzt Early Access und man muss damit rechnen, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich habe schon mal ein bisschen angespielt, um zu testen, ob das alles funktioniert und für das, was die reingebaut haben schon, noch die Grafik und alles. So, wir haben eine Charaktererstellung. Auf jeden Fall für Early Access ist das schon ziemlich cool. Und wir können hier unseren Charakter erstellen. Hier, man sieht, es ruckelt etwas durch die Gegend. Ah, jetzt läuft es flüssig, jetzt hat er sich gefangen. Und hier haben wir unseren formschönen Mannequin, den wir natürlich wie immer für uns gestalten können. Wir können auch eine nette Dame nehmen. Aber ich bleib mal bei dem Herrn. Und wir können hier alles verschieben. Die Haare. Eine schöne Haarfarbe. Ich glaube, ich bleibe mal bei Braun. Die Augenfarbe auch. Sieht man kaum. Wir können zwar ranzoomen, aber es geht immer in Bereiche, die nicht zum Kopf passen. Leider. Auf jeden Fall. Was haben wir hier? Die Kopfgröße. Head Size. Da ruckelt es wieder etwas. Mal sehen, ob ich das auch so mit der Aufnahme jetzt hinkriege. Wenn es doch zu sehr ruckelt, muss ich noch ein bisschen an den, böse Braun. In den Einstellungen runterschrauben, dass es doch etwas flüssiger läuft. Wow, das nenne ich mal ein Gebiss. So, was haben wir noch? Die Breite vom Kopf. Wir machen uns jetzt mal einen richtig schönen Typen hier. So, der sieht doch hübschestes Gesicht. Hände. Ganz kleine Hände. Ja, so ein richtiger Muskelprotz. Mit kurzen Armen. Oha. Oder ganz dünne Ärmchen. Und Popeye-Arme. Er hat zu viel Spinat gegessen. Jetzt braucht er nur noch einen Ankauf im Arm. So. Ja, ich weiß nicht. Ich mach den mal. Ja, so. Passt schon. Der Nacken. Stirnacken. Können wir da auch ein bisschen rumdrehen? Das läuft noch ein bisschen ruckelig alles. Sehe ich auch formschön alles. Richtig dicke Brust. Ich mag es, die Leute immer so zu verunstalten. Naja, verunstalten. Ich mache die ja schöner, ne? Ein richtig breiter Schrank. Zwerg oder Riese? Hm. Ich glaube, wir machen mal... Ach komm, lassen wir das mal so normal. Aber dicke Beine brauchen wir. Oder ganz dünne Beine. Wir brauchen natürlich viel Kraft zum Weglaufen. Ich mach den mal so normal. Ja, so richtig. Wir können uns auch einen richtigen Klops aufbauen. So. Füße. Oha. Ach, lasse ich mal so in der Mitte alles.
und ein bisschen zusammengeschrumpft. So, der ist doch super. Die Arme, die sind perfekt. Richtig schöne kleine Ärmchen. So, wie wäre die Frau jetzt? Ah, auch super. So, bei der kann ich noch ein bisschen schneller gehen. Ah, jetzt klappt es wieder. Das manchmal ruckelt es doch ziemlich arg. Und wir heißen Joe. Wie nennen wir unseren netten Herrn denn? Wie siehst du aus? Namen fallen mir immer. Ich bin da so unkreativ bei Namen. Keine Ahnung. Han Solo. So, du bist jetzt der Han Solo. Und hier können wir noch... Hier ist die Karte. Und wir können uns noch aussuchen, wo wir jetzt spawnen wollen. Wir im Süden. Ich nehme mal direkt Süden. Ist das erste. Und Create New Survivor. Oh, hell. Licht. Ah, ich habe einen Stein im Arm. Aua. Was ist da nur los? Und da sind wir im Spiel. Mal kurz schauen. Ja. Es geht ein bisschen ruckelig, ist es noch. Aber ich glaube, so könnten wir es doch anspielen. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob es... Wie viele Folgen es gibt von diesem Spiel. Boah, ist aber hell hier gerade, ne? Hui, die Wolken strahlen ja richtig. Aber man muss schon zugeben, es sieht ziemlich geil aus. Und wir sind hier auf einer Insel. Und hier gibt es Dinosaurier und andere Urzeitkreaturen. Passt eigentlich perfekt. Jetzt wird ja irgendwann auch im Kino hier Jurassic World oder so rauskommen. Oder ist es schon rausgekommen? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall passt es ja perfekt. Wir sind auf einer Insel und du bist nett, ne? Ja, braver kleiner Männchen. Was bist denn du für einer? Kann ich... Du greifst mich nicht an, oder? Parasaur. Okay, Level 5. Und da hinten sind schon die ganz Großen. Auf jeden Fall, wir können natürlich auch gefressen werden, was ganz schnell hier geht. Und wir sind hier, wo sind wir denn hier? Auf einer kleinen Insel. So, Inventar haben wir auch. Hier ist unser formschönes Inventar. Unser Han Solo, Level 1. Und hier sehen wir unsere ganzen Leben, Ausdauer, Luft. Wir können wohl auch tauchen. Essen, Wasser, unser Gewicht und wie viel wir hier aushalten können. Wir sind noch nackig hier am Rumlaufen. Und wir können uns... Hier haben wir dann Sachen, die wir im Inventar haben. Hier unseren Stein im Arm. Und die Sachen, ich weiß gar nicht, wie wir die ausrüsten könnten. Wir können die irgendwie nur droppen. Oder? Huch, was geht bei dir? Jetzt wollt ihr noch Pirouetten machen. Auf jeden Fall können wir hier Sachen craften. Auf jeden Fall, ich sag hier so viel auf jeden Fall. Wir haben hier schon mal einen Stone Pick. Und eine Fackel können wir machen. Dafür brauchen wir natürlich verschiedene Utensilien. Steine, Holz und ein paar so Stückchen. Holzstückchen. So. Oh, hier haben wir so ein Dreihornvieh. Naja. Oh, das ist laut. Wir können hier Holz schlagen. Natürlich mit der bloßen Faust, wie auch immer. Unser Han Solo ist richtig Hulk. Der macht hier alles zu Kleinholz. So. Und wir haben den Baum umgeboxt. Natürlich. Das mache ich in meiner Freizeit auch immer. Bäume umboxen. Aber wir kriegen hier schöne Sachen. Hier wieder ein Stückchen Holz. Ein paar. So. Tetsch, weiß ich jetzt gar nicht, was das genau bedeutet. Macht er uns auch Schaden? Irgendwie. Oh ja. Aua. Boah,
wir kriegen ja ordentlich Schaden, wenn wir gegen die Bäume boxen. Das wusste ich noch nicht. Naja, gut. Die Hand ist dann wohl hin. Wir haben noch 47 Leben. Oh, die Hälfte haben wir uns jetzt abgenommen, indem wir nur 4 Holz gefunden haben. Na super. Aber wir brauchen noch Steine, ne? Steine, Steine, Steine. Steine kann man auch sammeln. Hier. Mit E kann man hier alles angrabbeln, was geht. Das habe ich gerade auch schon herausgefunden. Das war auch so, wie mache ich das denn am Anfang? Und dann können wir uns hier die Basis aufbauen. Verschiedene Sachen, richtige Häuser und zusammenstellen. Und wir sind ein Level up. Ein hübsches Levelchen aufgestiegen. Dann schauen wir doch gleich mal nach. So, Level 1. Wir können uns hier einen Punkt verteilen. Und ich glaube, am Anfang ist es doch ziemlich gut, aufs Leben zu gehen. Und jetzt haben wir hier noch Engram Points. Diese Engram Points, die können wir verteilen, um uns Crafting-Rezepte zu sichern. Zum Beispiel haben wir hier ein Campfire, die Axt, ein Speer und schon die erste Kleidung. Ich glaube, am Anfang ist doch eine Axt sehr sinnvoll, um das Holz jetzt besser zu hauen, zu schlagen. Und vielleicht auch ein Campfire. Falls wir irgendwas zu essen finden, dass wir das auch braten können. So, dann closen wir mal. Ah, da ist unser Dreihorn-Freund. Oder wie auch immer die heißen. Wir können... Oh, ich tu dir nichts. Guck mich nicht so böse an. Das Coole ist irgendwie... Trike. Aha. Hi, Trike. Auf jeden Fall, ich sage es schon wieder. Oh, das wird heute mein Wort für des Tages. Können wir hier auch... Genau. An Büschen und so können wir auch verschiedene Sachen hier abgrabbeln. Hier Fasern und verschiedene Beeren, die auch ziemlich nützlich sind für den Anfang, damit wir ein bisschen Nahrung kriegen. Denn das brauchen wir auch. Essen und... Wasser und so ganzen Kram. So. Ich weiß nicht, sollen wir hier auf der Insel bleiben? Hier ist es im Moment ziemlich schön ruhig. Gerade als ich angetestet habe, hat mich direkt so ein Vieh gejagt. Das war nicht so nett. Okay, aber der sieht da auch nicht so nett aus. Diese kleinen Typen sind nie nett, habe ich das Gefühl. So, was ist denn hier auf dieser Inselseite? Nicht viel. Da ist was ganz Großes. Haben wir jetzt schon... Habe ich gerade Steine gesammelt? Ja. Dann mache ich mir schon mal eine Pickaxe. Craften. So. Und die hängt dann direkt im Inventor. Inventory. Und die Beeren. Was ich auch gemerkt habe, sollte man ziemlich früh essen, weil die hier Spoils in 8 Minuten... Dann verderben die nämlich. Das Item. Ich weiß gar nicht, was machen die? Ja, können wir bestimmt essen. Wenn nicht mehr, merken wir es ja irgendwann. In den Graslanden. Ja, tasty. Tasty ist gut. Und die Beeren, die füllen uns immer ein bisschen Wasser auf. Und Nahrung natürlich. Deswegen schon mal ein... Gut für den Anfang. So, immer die formschöne Pickaxe. Okay, wenn wir was ausgerüstet haben, können wir nichts sammeln. Dann sammle ich hier noch die paar Steinchen, die hier so rumliegen. Die Muscheln können wir nicht nehmen. Nö. Und dann können wir hier auch schon... komm her. Ein paar Steine hacken. Bisschen hat das schon was von Minecraft oder sonst. Huch! Was? You defeated? Ich hab grad gekackt. Man kann hier scheißen? Was ist das denn? Kann ich das... Warte mal. Pick up?
Han Solo, Level 2. Was ist das denn? Ich kann meine eigene Scheiße aufnehmen. Ja. Oh, hi. Das muss ich gerade mal gucken. Wirklich. Fäkalien. Fäkalien! Okay. Ah. Um Felder zu düngen. Okay, dann kann ich meine eigene Kacke aufheben. Die auch verderben. Wie kann Kacke verderben? Mal ehrlich, das ist doch schon mal durch den Magen gegangen. In 40 Minuten ist die hin. Interessant. Okay. Wir lassen also noch die Sachen zurück, die wir gegessen haben. Oh mein Gott. Und wir zertrümmern hier mal die Steine. Hacke, hacke Steine. Wir hacken einen Stein. So. Ich weiß gar nicht, sollen wir hier auch bleiben? Das weiß ich auch noch nicht, was das alles ist. Diese... Da haben wir so einen schönen Turm und da sind überall so Blitzdinger. Irgendwann kann man die ganzen Dinos und so auch wohl zähmen und die als Reittiere benutzen. Und das ist richtig geil. Auch diese Flugsaurier, hier, die irgendwo rumfliegen. Da war gerade einer. Da fliegt einer. Wenn man damit dann rumfliegen kann, das ist doch übelst geil. Sowieso, die haben das schon so cool gemacht, wenn ich so andere Early Access Titel vergleiche, wenn die jetzt so rauskamen, ganz neu. Hier ist da schon richtig viel drin. Das sind nur halt diese Performance-Probleme. Oh, mir ist kalt. Dass es ab und zu mal ruckelt, aber das ist, glaube ich, wirklich nicht. Parosaurus. Oh. Dino-Kacke. Wir sammeln Kacke auf. Wir sind Kacke-Sammler. Hier liegt noch was. Pick up. Von einem Dodo. Jetzt haben wir... Ah, guck mal. Du-du-du-du. Guru, guru. Na du? Irgendwie sind die auch niedlich. Ja, finde ich auch. Hast du recht. Wir sammeln mal die ganze Scheiße hier auf. Oh Mann. Und noch ein paar Steine krabbeln. Steine. Und immer einen Blick haben, ob hier nicht... Hier ist es ziemlich ruhig. Soll ich hier nicht mein Lager aufbauen? Oh, na du. Das sieht einfach geil aus. Schaut euch das mal an. Auch so die Der hat gerade gekackt. Der Dodo hat gekackt. Aber wie? Richtig so gepfurzt. So. Okay, das... Oh Mann, das kann ja was werden. Ich sammle hier die ganze Kacke auf. Alter, von dem muss das da noch so ein Riesenhaufen... Ey, der scheißt auch gerade. Komm, ich hol mir die Kacke. Was ist denn hier los? Ich bin der Kacke-Sammler, ist unterwegs. Ich hab noch nichts, aber einen riesigen Haufen von einem... Ich dachte, der Haufen wäre größer. Boah, das wackelt alles, wenn der hier rumläuft. Ein riesiger Haufen von einem Bronto. Mitnehmen. Geil. Richtig schön die fette Kacke hier in den Händen. Ich will gar nicht wissen, wie ich jetzt stinke. Überhaupt. Wo steckt er sich das hin? Die ist doch nackig. Schmiert er sich bestimmt direkt ein damit. Oh Mann. Die sind ja aber sehr produktiv. Da hat doch gerade schon wieder jemand gefurzt. Da. Wieder ein Dodo. Und ein Stein. Nicht die Steine. Small Dinosaurier. Fäkalien. Sehr schön. Ich glaube, das ist hier ein super Ort. Hier ist so viel Scheiße am Rumgammeln. Könnte ich mich hier nicht ein Lagerfeuer bauen? Schön. Boah, wie die Lichter... Das sieht doch mega aus. Also da kann man echt nichts sagen, was die schon gemacht haben. Sieht schon richtig cool aus. Lagerfeuer.
Könnten wir doch schon machen. Kann ich sogar machen. 12, 16, wir haben alles für ein Lagerfeuer. Dann crafte ich das mal. So. Müsste jetzt auch hier sein. Use Item. Können wir es usen? Ja. Okay, jetzt können wir das hier platzieren, wo wir wollen. Es wird auch gerade Nacht, da ist das perfekt. Oha, jetzt wird es aber schnell Nacht. Inventory. Okay. Fuel. Irgendwas zum Verbrennen. Holz, Thatches. Und dann können wir Sachen braten. Wir haben ja noch nicht so viel. Thatches 1. Kann ich das jetzt leiten? Wir haben nur Fiber, also Fasern. Dann müsste ich. Okay, das brennt nicht so lange. Dann packe ich da mal richtiges Holz rein. Vielleicht brennt das länger. Und dann suche ich mir ganz schnell noch mit der Pick etwas Holz, um unser Feuer aufrechtzuerhalten. So, dann verletzen wir uns jetzt auch nicht mehr so. So, das geht doch super jetzt. So, das können wir direkt wieder in das Feuer reinpacken. Ja, schon ist es ausgegangen. Das hält wirklich nicht sehr lange. Aber wir haben jetzt Kohle dafür bekommen. Aha. Kann die auch was? Können wir damit noch irgendwas machen? Irgendwas anzünden? Lightfire. Created by Burning Wood. Ja. Cool. Jetzt haben wir Kohle. Aber was wir damit machen können, weiß ich auch nicht. Ich denke, das brennt schon ein bisschen. Dann verknusen wir noch ein paar Bärchen. Hier nehmen wir mal diese. Oder? Die gehen gleich kaputt. Noch schnell in den Magen geschmissen. Und wir haben hier noch solche. Die wachsen an Bergen. Not tasty. Ach komm, schmeckt bestimmt. Siehste, geht doch. Okay, und hier haben wir unsere ganze Kacke gelagert. 2 Stunden! Oder, ja, 2 Stunden hält das aus. 2 Stunden, 40 Minuten. Dieser richtig fette Dino-Klumpen. Auch 3 Kilo. Alter, da kommt gerade was Großes auf uns zu. Das ist wieder so ein Bronto, von dem wir diesen dicken Kackklumpen haben. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Riesenvieh. Irgendwie sowas T-Rexiges. So, und am Feuer bleiben wir auch schön warm, dass uns nicht kalt wird. Das ist auch schön. Und ich schau mal, ich muss mal alles nochmal gucken, was wir hier dann machen können.